willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public mit der Asta, dem Uwe, dem Paul, dem Michael, dem Lars, dem Florian und dem Toledo. Einen wunderschönen Hallo. 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 Grüß. Grüß die miteinander. Servus zusammen. Wie ist das allgemeine Wohlbefinden? Kämpf. Könnte besser sein. Kämpf. Ja, ich habe nur den 27 vor dem 6 Meter, hinter vor dem 6 Meter Gruppe. Das war? Ja. Ah, okay. Suchst du noch Arbeit? Oh, warum kommt könnt auf, bei dir besser? Drauf an. Du könntest ein zweites Abfahrgespann schnappen und Zuckerrüben mit in die Zuckerfabrik fahren. Mhm. Wie bitte, Uwe? Du kannst, ist nur ein Angebot. Da geht noch ein bisschen was rein. Warum könnte bei dir besser sein? Achso, weil ab morgen Urlaub vorbei ist, meine Kopfschmerzen wieder ein bisschen zurückkommen. Ist es jetzt, weil der Urlaub vorbei ist? Ich wollte gerade fragen, weil du jetzt schon wieder an die Arbeit denkst, oder? Denk halt jetzt noch nicht, denk halt erst morgen dran. Er hat gestern ja, schon dran gedacht. Das Problem ist halt wahrscheinlich, denke ich schon seit Freitag an die Arbeit. Wahrscheinlich. Mann. Ja, Kopfschmerzen kenne ich. Habe ich auch. Denkt halt nicht so viel dran. Aber ich habe mich irgendwie verlegen die Nacht, deswegen kommt es irgendwie aus dem Nacken. Soll immer dran denken, alles wird gut. Wie lange du wild bist? Ah ne, alles was anderes. Ja. So oder so ähnlich, genau. Und die sind zum Morgen. Hatte Franklin deswegen extra eine Tablette geschluckt und dann ging es eigentlich auch. Und dann gestern wieder, hatte aber gestern keinen Bock. Aber ging trotzdem nicht weg und heute morgens auf eine kompakte Scheiße tragen zu müssen, nimmst wieder eine Tablette. Ja gut, die hält natürlich auch nur bedingt so gefühlt 24 Stunden, ne? Also. Jetzt sind wir noch keine 24 Stunden rum. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was du geschluckt hast, aber so eine klassische Aspirin oder Ibo oder sowas, die hält ja auch nicht von heute Morgen bis jetzt. Das war eine 400 Ibo, die ich genommen habe. Ist ja Spielzeug. Ja, das so an. Ja, so an sich, das halt, also reicht das halt bei mir. Also. Oh, reichen tut das absolut, aber was Uwe gerade sagt, ist das 6, 8 Stunden, dann ist die halt auch durch, ne? Du brauchst dich nicht wundern, wenn jetzt die Kopfschmerzen langsam wieder merkbar sind, weil die Tablette dann einfach nachlässt. Ich meine, von mir könnt ihr aber auch wieder weg sein, also die haben nichts dagegen. Braucht kein Mensch, ist richtig. Nee, unnötig so was gibt. Ja. Also recht. Hab grad nicht zugehört, was braucht kein Mensch? Kopfschmerzen. Ja, bin ich bei. Generell Schmerzen. Ja, wobei Schmerzen stehen drauf. Ich wollte gerade sagen, Schmerzen an sich sind ja eigentlich nicht das Problem. Weil der Schmerz ist ja auch etwas, was deinen Körper schützen soll, weil... Schmerz ist ein Freund. Ja, in Anführungsstrichen ja, wenn du jetzt zum Beispiel... ich sag mal, du hebst was hoch. Und du merkst dann, oh ja, ist zu schwer. Das ist ja Schmerz, der dabei ausgelöst wird. So, und wenn du diesen Schmerz nicht hättest, würdest du das nicht merken und dann könnte noch mehr kaputt gehen und ja, so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Es nur halt hat so halt oft schon seine Daseinsberechtigung. Genau, aber halt so diese Kopfschmerzen, so einfach dieses, boah, du hast eine Matschebirne, weißt du, was ich meine? So platt und es drückt im Kopf einfach nur und du weißt nicht, warum. Das ist halt völlig unnötig, finde ich. Absolut. Schmerz ist ein Freund, der erinnert dich daran, dass du noch am Leben bist. Da musst du mal Uwe fragen. Der kann dir da mehr zu erzählen als du, junger Hüpper. Du hast zu Schmerz oder so? Nee, mit sicher. Mit Schmerz und Wissen, dass man dann noch lebt. Ja. Dann sind wir wieder beim Thema so Alter. Hallo Florian. Ja. Moin. Wir nennen es Erfahrung und nicht Alter, wir Erfahrung. Ich wollte mal Hallo sagen, hat funktioniert. Erfahrung kann man sich nicht kaufen. Das richtig, aber... Da liegt ein Marschhandwerk. Noch schnell einen Schmunzler, wo wir bei Erfahrung sind.
ich war ja mit meinem Großen über Ostern quasi allein zu Hause mit den Hunden und ich habe für uns natürlich auch gekocht. Und Erfahrungswerte sagen, so ein Pfund Nudeln ist immer gut. Da bleibt zur Not, bleibt eine Handvoll über, die kannst du am nächsten Tag noch Mittag als Bratnudeln machen. Passt für alle. Ja, schade ist, wenn du kochst für, ich nenne es jetzt 3,5 Esser und du plötzlich nur zu zweit bist und dachtest, Nudeln hast du keinen Bock drauf, du machst Nudelauflauf, du Fuchs. Ja, scheiße, ein halbes Pfund Nudelauflauf, ein halbes Pfund Käse obendrauf. Wir haben 3 Tage lang haben wir Nudelauflauf gegessen, wir zwei. Alter. Bei einem halben Pfund Nudeln? Ja. Was ist dann der zweite? Ja, Micha. Danke, Micha, danke. Micha, denke dran, die kannst du beide mit dem Tee nicht trinken. Stimmt. Das ist halt schwierig, ne? An uns ist nicht so viel dran. Aber also wie gesagt, wie 500 Gramm Nudeln, 500 Gramm Käse obendrauf und der Rest halt in diesen Nudelauflauf. Du hast dich aber dann gerade falsch ausgedrückt. Du hast ein halbes Pfund Nudeln. Oh, ich habe ein halbes Pfund gesagt. Entschuldigung, ein Pfund. 500 Gramm, ein Pfund, ein ganzes aber Pfund. Ein halbes Kilo. 500 Gramm frische Nudeln oder trockene Nudeln? Nee. Also getrocknet aus der Tüte oder frische, die schon biegbar sind? Nee, getrocknet. Ja, weil aus einem Pfund Nudeln, also 500 Gramm Nudeln, werden ja, wenn sie gekocht sind, auch locker mal so 750 Gramm, wenn nicht sogar mehr. Wenn du das sagst, glaube ich dir das, Toledo. War so ganz normale getrocknete Nudeln kurz aufgekocht oder ein bisschen angekocht, damit es nicht so lange im Ofen braucht. 500 Gramm Käse drüber, ein bisschen sonst was und wir haben halt echt 3 Tage lang an diesen wunderschönen Gericht gegessen und haben, also zumindest ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Nudelauflauf. Hm, kann ich mir nicht vorstellen. Das waren halt mal eben locker 1,5 bis 2 Kilo Nudelauflauf, die du da zusammengerührt hast. Ich weiß es nicht, es war verdammt viel, es ist einfach nur, am dritten Tag saß ich da und dachte, boah, 2 Tage das gleiche ist noch okay, aber den dritten Tag, ich habe von Tag zu Tag weniger gegessen, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte, ne? Weiß nicht, kennt ihr das? So den ersten Tag, ja, oh, super, nimmst du mal nach, den zweiten Tag gut, nimmst du eine Portion und denkst danach so, lass einfach sacken, Junge. Das wirkt schon. Und beim dritten Mal wurde der Teller einfach noch ein bisschen kleiner und... Kenn ich nicht. Okay. Mir auch nicht. Okay. Ja. Du musst doch mal essen, mir das auch keine 3 Tage gehalten, aber... Ja, wir haben es halt immer nur abends zum Abendessen gegessen. Tagsüber waren wir dann unterwegs, aber irgendwie den dritten Tag als Abendessen war. Anyway, das halt nur als Anekdote zum Thema Erfahrungen muss man sammeln. Die habe ich gesammelt. Du musst mehr am Tag essen, dann hast du nur 2 Tage was davon. Ja, Schubsi! Ist das jetzt dann besser so? Ich sage jetzt ein Kilo Nudelauflauf einfach in 2 Tagen statt in 3 zu essen. Ich meine, es bleibt ja bei der Menge, nur dass ich sie schneller in mich reinschlinge. Ja, man kann das ja wie so eine schöne Stopfente machen. Du machst den Mund auf und deine Frau sitzt da mit dem Mörser und schiebt das einfach durch. Ja, die war ja leider nicht da. Ach so. Das hat mir ja das Problem eingeheimst. Normalerweise wäre das so für 2 Tage gegangen, aber... Ja, also du sagst eigentlich 3,5 Portionen sind jetzt zu 1,5 Portionen geworden. Ja, unterschätzt das nicht. Mein Großer ist tatsächlich schon gut, auch wenn man es ihm nicht ansieht. Du musst auch mal essen, wenn du keinen Hunger hast, Uwe. Ja, da gehe ich mein ganzes Leben lang so. Das kann ich ja gelernt. Uwe, dein Sohn hat aus mir noch keiner gesehen. Also nicht. Ach so, stimmt. Siehste? Und ich hab du versteckst den ja immer vor uns. Selbstschutz ist das. Warum? Damit er dich mitkriegt, wie wir dich mobben, damit er dich wenigstens noch respektiert? So und nicht anders. Aber ich glaube, Micha wollte noch einen besseren Kommentar loswerden als du. Micha, rette mich. Ich hab mal gelernt, dass man... für jede Person 500 Gramm am Tag für pro Mahlzeit kocht.
Echt? Wann hast du das denn gelernt? Hey, bei meinem Ehrenpreis machen. Junge, da kommen dann aber nur Lasis zu dir gefühlt. Nein. Du kalkulierst grundsätzlich, wenn du jetzt zum Beispiel für so große Mengen, für große Leute, große Mengen an Leuten kochst, kalkulierst du 200 Gramm Fleisch plus 300 Gramm Beilage pro Person. So ungefähr, ja. Dreh das mal rum, 200 Gramm Fleisch, das ist ja... Nein, es ist tatsächlich so. Das Fleisch auch vorm Kochen und Braten und sonst was, ne? Also das... Ja, ja. 500 Gramm rum hast du das. Das heißt, auch bei Nudeln sind das 200 Gramm Trockennudeln. Das sind ja dann 350 Gramm... Und fertig, Toledo. Fleischnudeln, also hast dann schon mehr. Ja. Nein, ich bin doch nicht fertig, ich hab noch einen Anhänger. Also du kommst auf gut 500 Gramm pro Kopf. Ah, dann haben wir vielleicht einfach nur schlecht gegessen, aber... Ihr esst einfach nicht so viel. Ja. So sehen wir halt auch aus. Also rechne für dich Kinderportion. Kann ich mitleben. Ja. Okay. Wenn du in eine Pommesbude gehst, sagst du auch, ich hätte gerne Kinder-Currywurst-Pommes, ne? Ja, Das sind doch hier meistens so die Goofy, Donald Duck, Mickey Mouse Teller und genau, so. Genau, da kriegst du einen Lutscher dazu. Ja, sowas nehme ich eigentlich immer. Muss aber aufpassen, mit dem Lutscher erreicht er seinen Zuckerhaushalt innerhalb von 3 Sekunden. Nee, der ist, glaube ich, mehr gewöhnt durch die Schlümpfe. Ja, Zuckerhaushalt habe ich kein Problem mit. Also. Ich wollte gerade sagen, da ist er trainiert. Paul, du kannst deine Sachen stehen lassen. Ich kriege den Rest hier nicht mehr abgeladen. Ach, ich kann meinen. Okay, ich mach meinen dann auch wieder leer, ja? Hab noch 7400 Liter drin, die ich nicht abgeladen kriege. Ja, dann ist. Ja, ich habe auch gerade gesehen beim Reingucken, Produktion ist voll. Wir haben schon 300 Kilo Zucker. Ne, 300 Liter. Wow. Aber das heißt, die Zuckerfabrik habt da vollgefahren. Die ist vollgefahren. Das heißt, wir brauchen nie wieder Zuckerrüben machen. Doch, wenn wir noch Schweinefutter brauchen. Ah, ne, da brauchen wir Mais, Sorghum, Hirse oder Kartoffeln. Ja, ich bin ja schon weg, ey. Ja, aber du weißt, was ich meine, die Zucker oder die normalen LS-Produktionen sind ja gemütlich. Ja, ich habe noch nach dem richtigen Wort gesucht. Gemütlich klingt gut. Gemütlich ist treffend. Genügsam hätte man auch sagen können. Sagen wir mal so, ein großes Feld mit Zuckerrüben angesät, abgeerntet und du brauchst nie wieder Zuckerrüben machen für diese Fabrik. Ja, gerade halt, wenn du überlegst, ne, Kartoffeln, Zucker, Rüben, wenn du die mit in den Stall kippen würdest, sind ja nur 5%, die sie davon wegschlabbeln. Aber Mais und Sorghumhirse waren ja zum Beispiel 50%. Also selbst den Stall einmal mit vollfahren damit quasi, oder ausreichend, reicht ja auch ewig. Ich dünge die Zuckerrüben auf der 3 gerade noch mal ein bisschen nach, damit die auch ordentlich Ertrag haben. Nee, ja. besser ist es. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Das ist ja zum Glück nicht unser Feld. Nee, aber... Wir fahren dann die Mission dafür. Ja, genau. Kommt bestimmt jemand auf die Idee. Ja. Bei 3 ist auch das kleinste Feld auf der Karte. Muss ehrlich gestehen, ich weiß gerade gar nicht, wo die 3 ist, aber ich muss mal schnell gucken. Relativ mittig, links. Da, ja. Da kommen so paar 10 Kilo Zuckerrüben runter. Die 5 ist aber größer. Ja, das stimmt, aber selbst die 3 ist halt schon, ne? Also 11 Hektar Zuckerrüben, ne? Kommt was zusammen. Da ist ja wegen was. So, was mache ich jetzt? Was kann ich denn gleich tun? Machen wir gleich. Der Kleine braucht hier jemanden, der ihm schwadet. Oder wollt ihr Heu machen? Nee, wollte ich eigentlich nicht. Ja, dann Schwaden Ballen pressen. Okay. Achso, auf unserem Feld. Ja, dann hol ich mal meinen Schwad. Hol ich meinen Schwader. You are schwadring und ich pressing? You are pressing, ich mach einen Schwadring. Wenn I would find the Schwadringer. And this is English for runaways. Englische Weggelaufene. Absolutely. Ah, hier ist er. Bremst.
Imagination. Oh nein, Alter. Barbie, let's go party. Ja, ich wollte gerade sagen, schon habe ich direkt einen Ohrwurm. Ey. Ich auch. Der hat keine Sekunde das Lied angesungen und du hast einen Ohrwurm. Ein Wort hat er gesungen und direkt war der Kopf. Yeah, ich bin dabei. Bist du dabei? Bin ich dabei? Sind wir dabei? Bist du dabei? Hä? Und schon habt ihr den zweiten Tag. Ja. Ah, ja. Ich fange mit dem Bahn an. Zum Glück habe ich das gleich wieder vergessen. Ich hoffe schön, auch. Wenn man alt wird und Alzheimer hat, ne? Ja. Ja. Okay, wir hoffen einfach, dass wir das von der heutigen Folge bis zur nächsten Folge alle verdrängt haben. Ja, und sagen einfach, liebe Leute, das war's für heute. Wie immer, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Sorry für die Ohrwürmer, wenn es euch direkt mit erwischt hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.